Hallo und herzlich willkommen bei Bildner TV Fotovideo zu einem neuen Video rund um die Streetfotografie. Heute geht es ganz konkret um Objektive bzw. Brennweiten, die sich gut für die Streetfotografie eignen. Und los geht's! Hallo, mein Name ist Jochen Müller und ich bin Autor des Buches Streetfotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen. Das Buch ist gedacht für Einsteiger ins Thema, aber auch für alte Hasen, die vielleicht nochmal ein paar Ideen mitnehmen möchten. Es geht um eine Einordnung des Genres, um Kameratechnik, aber auch um ganz viel Praxistipps, wie man Streetfotografie machen kann. Aber jetzt zum Thema Glas oder anders Objektive und Brennweiten für die Streetfotografie. Objektive gibt es in diversen Brennweiten, Preisklassen und Lichtstärken, als Zoom oder als Festbrennweite. Für die Streetfotografie solltest du dir bewusst machen, was du wirklich benötigst und warum. Es gibt großartige Streetfotografen, die ihr Leben lang mit nur einer einzigen Festbrennweite auskommen. Aber manchmal ist es natürlich auch nicht hinderlich, eine gewisse Auswahl zur Verfügung zu haben. Ich versuche im Folgenden mal für dein persönliches Street-Setup ein paar Informationen zu liefern. In der Streetfotografie ist ja erstmal alles erlaubt, was funktioniert. Daher ist es natürlich auch deine ganz persönliche Entscheidung, mit welchen Objektiven du dich auf die Jagd nach tollen Aufnahmen machen solltest. Man kann aber eins sagen, die meisten Streetfotografen arbeiten in einem Brennweitenbereich vom leichten Weitwinkel bis zur Normalbrennweite. Und wenn sich etwas tausendfach bewährt hat, kann das vermutlich nicht so ganz verkehrt sein. Aber vielleicht auch etwas langweilig? Vielleicht wirst du ja ein Streetfotograf, der sich ausschließlich auf extreme Weitwinkel oder gar Fisheye-Linsen konzentriert. Oder sich wie ein Wildlife-Fotografierender mit dem Super-Tele auf den Dächern der Großstadt auf die Lauer legt. Lass dir jedenfalls nicht erzählen, was geht und was nicht. Wenn es dir die Bilder liefert, die dir gefallen und mit denen du glücklich bist, dann bleib einfach dabei. Es gibt gute Gründe für Zoom-Objektive. Die Überlegung, alle möglichen Brennweiten in einem Gehäuse dabei zu haben, ist natürlich verlockend. So bist du vermeintlich für alles gerüstet. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, auch in der Streetfotografie mit einem Zoom zu arbeiten. Aber oft sind Zooms eben auch ein Kompromiss. Möchte ich einen großen Brennweitenbereich abdecken, leidet häufig die Bildqualität, das Objektiv ist sehr groß oder nicht lichtstark genug. Möchte ich etwas Kompaktes, decken die Objektive vielleicht nicht den gewünschten Brennweitenbereich und sind ebenfalls nicht sehr lichtstark. Es hängt also alles stark davon ab, was du für Bilder machen möchtest. Willst du zum Beispiel Bilder mit viel Hintergrundunschärfe oder machst Nachtfotografie, dann wäre vielleicht doch eine lichtstarke Festbrennweite besser. Läufst du kilometerlang durch die Stadt, nimm mal lieber was Kompaktes. Hier musst du also genau abwägen. Aber kommen wir zu den Brennweiten und damit zur ersten Kategorie, dem Weitwinkel. Brennweiten im Bereich von ca. 10 mm bis 35 mm ordnet man den Weitwinkeln zu. Wenn du die Brennweiten für deine Streetfotografie betrachtest, solltest du eben auch überlegen, wie nah du deinen Motiven kommen möchtest. Es gibt Streetfotografen, die darauf schwören, sich mit einer 24 mm Linse mitten ins Geschehen zu stürzen und den Menschen auf der Straße ziemlich nahe zu kommen. Dabei gleichzeitig noch eine Menge von ihrer Umgebung mit einzufangen und noch eine gelungene Bildkomposition mit zu erreichen, das ist dann schon eher die Meisterschaft bei der Arbeit mit einem solchen Weitwinkel. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ein Ansatz, mit dem sich natürlich tolle Szenen festhalten lassen. Das gilt auch für Situationen, in denen dein Motiv, zum Beispiel eine Person, eher etwas weiter weg ist, du sie aber in Kontrast von etwas Großem, zum Beispiel einer monumentalen Architektur, eher klein aussehen lassen möchtest. Auch hier ist ein Weitwinkelobjektiv je nach Abstand natürlich sehr hilfreich. Ich würde dir für den Start in die Streetfotografie aber auf jeden Fall weniger zu sogenannten Ultraweitwinkel- oder gar Fisheye-Linsen raten. Diese Art von Linsen hat zwar ihren ganz eigenen originellen Charakter, aber ich finde eine gelungene Bildkomposition aufgrund der Verzerrungen für die Streetfotografie eher ungeeignet. Und es ist auch auf jeden Fall schwierig, damit eine gelungene Komposition hinzukriegen. Spaß am Ausprobieren kannst du aber auch damit haben. Sie sind als komplett manuelle Linsen oft schon sehr günstig zum Herumspielen zu bekommen, manchmal für unter 100 Euro. Das gemäßigte Weitwinkelobjektiv mit 28 mm Brennweite und im Bereich darum herum ist eigentlich der Klassiker schlechthin für die Streetfotografie und eignet sich, um eine Szene einzufangen, die für den Betrachter noch ziemlich natürlich rüberkommt. Trotzdem ist es möglich, ausreichend Kontext im Bild zu liefern. Nicht umsonst gehören Objektive aus diesem Brennweitenbereich zum Standardrepertoire der Objektivhersteller. So wie beispielsweise hier mein 18 mm APS-C Objektiv, was im Vollformat in etwa
27 mm, 28 mm entspricht. Gerade noch zum Bereich der leichten Weitwinkel gehört auch das 35 mm Objektiv, das Reportageobjektiv schlechthin. Im APS-C-Bereich ist das in etwa das 23 mm Objektiv, hier zum Beispiel an der X100V. Viele Streetfotografen schwören auf diese Brennweite, da sie meist einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Nähe und Einbeziehung der Umgebung sowie einige Freistellungsmöglichkeiten bei ausreichend großer Offenblende bieten kann. Da der Bildwinkel schon recht nah an unseren üblichen Sehgewohnheiten liegt, muss man sich wegen starker Verzerrungen auch keine Sorgen machen. Aber kommen wir zur nächsten Kategorie, den Normalobjektiven, die im Bereich von ca. 40 bis 60 mm Brennweite liegen. Normalbrennweiten liefern vom Bildwinkel in etwa den der menschlichen Wahrnehmung. Deswegen eignen sie sich besonders gut, um natürliche Bildergebnisse zu erzielen. Wir sehen ein Bild quasi durch die Augen des Fotografen. Nicht umsonst lagen und liegen immer noch den Kameras, die man als Kit kauft, gerne 50 mm Objektive oder ihre Äquivalente im System bei. In einem APS-C-System entsprechen diesen Objektiven solche mit einer Brennweite von zum Beispiel 33 mm wie dieses hier oder 35 mm wie dieses hier. Aufgrund ihrer gefälligen Eigenschaften hat die Normalbrennweite bei Streetfotografen manchmal den Ruf, etwas langweilig zu sein. Ich finde aber, wenn Bilder langweilig sind, liegt es wohl weniger an der Brennweite als an ihrem Einsatz. Außerdem gibt es in diesem Brennweitenbereich einige spannende Optionen für die Streetfotografie. Denn genau so, wie man sich mit einem 35 mm Weitwinkelobjektiv schon nach oben in Richtung Normalbrennweite bewegt, so liegt man mit einem 40 mm Objektiv an der unteren Grenze der Normalbrennweiten. Die 40 mm sind eine eher selten gesehene Brennweite, die ich dir für die Streetfotografie aber wirklich empfehlen möchte. Besonders wenn dir die 35 mm vielleicht noch etwas zu weitwinklig sind. 40 mm Objektive sind nämlich ähnlich vielseitig. Sie bieten genug Kontext für spannende Kompositionen. Man kann mit ihnen aber auch mal was freistellen, wenn es die Offenblende hergibt. Mit einem 40er kann man gerade in der Streetfotografie lange sehr viel Freude haben und hat einen echten Allrounder in der Tasche. Da ich persönlich immer zwischen dem 35er und dem 50er schwanke, stellt das 40er oft den perfekten Kompromiss dar, da ich mit ein paar Schritten zu Fuß meinen Bildausschnitt ausgleichen kann. Deshalb nutze ich ziemlich oft dieses 27 mm APS-C Objektiv, das in etwa 40 mm im Vollformat entspricht. Und wenn das so schön klein und kompakt ist wie dieses Pancake hier, ist das halt auch einfach immer dabei. Aber nochmal, als die Standardbrennweite bzw. als normal schlechthin wird meist eine 50 mm Brennweite empfohlen, auch um das Fotografieren zu lernen. Und ich würde dir ebenfalls dazu raten, dir für ein erstes Street-Setup ein 50 mm Objektiv bzw. ein Äquivalent in deinem System zu kaufen. Man lernt damit wahnsinnig viel über Bildgestaltung, die Herangehensweise und die eigene Kamera, sodass es sich wirklich lohnt, mal ein paar Wochen oder sogar Monate ausschließlich mit dieser Brennweite zu fotografieren. Wenn ich mich für eine einzige Brennweite entscheiden müsste, wäre es wohl immer das 50er. Zumal damit auch schon sehr schöne Street-Porträts gelingen können. Oder vielleicht doch das kleine 40er? Die letzte Kategorie sind die Teleobjektive, von denen man ab Brennweiten von ca. 60 bis 80 mm spricht. Ab 200 mm sogar von Super-Tele. Für etwas schüchternere Einsteiger in die Streetfotografie hätte ich vielleicht mit den Teleobjektiven beginnen sollen, denn sie liefern von allen die beste Möglichkeit, Motive aus größerer Entfernung einzufangen. Wenn dein Ansatz in der Streetfotografie also noch geprägt ist von Zurückhaltung und einer gewissen Distanz, dann kann ein Teleobjektiv durchaus helfen, das erstmal abzubauen. Allerdings muss auch der entsprechende Platz zu seinem Einsatz vorhanden sein. Ich persönlich fotografiere mit Teleobjektiven in der Streetfotografie maximal mit einem 85 mm Äquivalent oder mit einem 75 mm Äquivalent, wie diesem 50er hier. Damit wird es aber zum Beispiel in der U-Bahn oder in anderen geschlossenen Räumen manchmal schon etwas eng. Das muss man wissen oder schon mal am eigenen Leib erfahren haben. Trägt man diese Brennweite innerhalb eines Zoom-Objektivs mit sich herum, kann man dann natürlich darauf reagieren. Aber mit Brennweiten größer als 85 mm habe ich in der Streetfotografie ehrlich gesagt nicht viel Erfahrung und auch bislang nie den Bedarf gehabt, diesen zu vertiefen. Aber kommen wir zu den optischen Eigenschaften von Teleobjektiven im Unterschied zu den anderen Brennweiten. Es wird oft von einer Kompression des Bildes im Telebereich gesprochen.
Gemeint ist damit, dass der Hintergrund des Motivs optisch näher an selbiges heranrückt. Die Bildebenen wirken komprimiert. Es sei aber klargestellt, dass das nicht etwa an der Brennweite liegt, sondern daran, dass du bei der Verwendung eines Teles in der Regel die Perspektive änderst. Ja, manchmal ändern musst. Oder einfacher gesagt, mit einem Teleobjektiv stehst du für einen ähnlichen Bildausschnitt natürlich viel weiter vom Motiv weg als mit einem Weitwinkel. Teleobjektive liefern darüber hinaus eine viel geringere Schärfentiefe als zum Beispiel Weitwinkel. Das beste Beispiel liefert hier wieder mal die Porträtfotografie. Möchtest du einen schönen, butterweichen, unscharfen Hintergrund, das Bokeh, kannst du dies mit der Offenblende eines Teles natürlich am besten erreichen. Wenn du dann auch möglichst viel Abstand zwischen deinem Motiv und den Hintergrund bringst, kannst du diesen Effekt auf die Spitze treiben. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich meine Teleobjektive meistens für eine ganz besondere Form der Streetfotografie nutze, Streetfotografie bei Nacht. Ich liebe es nachts oder zumindest im Dunkeln im Winter in der Stadt zu fotografieren. Die dann entstehenden Bokeh-Balls von Scheinwerfern und anderen künstlichen Lichtquellen im Hintergrund kommen mit einem Teleobjektiv einfach am besten zur Geltung. Wenn es dann vielleicht sogar noch regnet und ich durch das Verändern meines Abstands und das Ausnutzen der geringen Schärfentiefe ein tolles Bild erzielt habe, freue ich mich, dass meine Wahl dieses Mal auf ein Teleobjektiv gefallen ist. So, das war's auch schon für heute. Das Team von Bildner TV Foto und Video freut sich über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert sehr gerne den Kanal und dann sehen wir uns vielleicht bald mal wieder hier bei Bildner TV Foto Video.